Auf der Suche nach Eldorado. Auf der immerwährenden Suche nach Beute. Aber manchmal hat man eigentlich auf den Feldern manchmal ganz gut Glück. Das ist dann manchmal Dammhirsche oder Schweine. Wahrscheinlich muss es erst wieder Nacht werden, damit man wieder was sieht. Wahrscheinlich, die machen alle ihr Mittagsschläfchen wahrscheinlich. Mit 9.52 Uhr, eigentlich müsste hier was los sein. So langsam der Uhrzeit. Ist nix. Mal oben auf den Hügel gucken. Wir bewegen uns auch noch schön gegen den Wind, also die Situation wäre auch noch günstig. Ich glaube, ich werde, wenn wir extrem lange brauchen, wahrscheinlich cutten. So kann man wirklich die schöne Landschaft genießen. Ich meine, ich habe alles auf hoch, also das Spiel ist doch schon ein Augenschmaus. Ah. Wildschwein? Ein. Oh, Wildschwein. Säue. Eine Sau. Endlich mal was Interessantes. Ich eigentlich mein Schweinsrufer auf 6. Mit was schießt man die eigentlich am besten? Also du könntest versuchen mit der Allerweltswaffe zu schießen. Gehört eigentlich mehr zu mittlerem Wild. Und ein bisschen mehr Durchschlagkraft wäre nicht verkehrt. Und der normalen geht's auch. Ich probiere jetzt erstmal die Hardcore-Waffe dann aus. Mal sehen. Ja, dann fällt das Tier wahrscheinlich gleich um. Mit Schweinen habe ich ja noch gar keine Erfahrung. Ja, ich habe auch mein erstes Schwein auch mal nachts getroffen. Waren die hier auch auf so einem Feld? Auch so eine ganze Rotte. Wahrscheinlich ist das noch eine ganze Rotte. Ich sehe es. Was ist denn das für ein kleines Ding? Ist die Sau. Also, hallo? Hardcore-Sau! Meine Güte. Mal gucken. Ich denke mal, wir werden doch schon den einen oder anderen Treffer gelandet haben, denke ich mal. Eigentlich müsste ich voll getroffen haben. Tot. Ja, da ist ein Treffer von dir. Ich weiß gar nicht, ob meine Kugeln überhaupt angekommen sind. Ich weiß es auch nicht. Oh, noch gar nicht mal so schlecht. Das ist 143 Kilo. Das gibt schon schöner Braten. Kann ich endlich mal einen Screenshot machen und mir die Sau angucken. Da hinten liegt sie. Mal sehen, wer von uns hat da Chancen? Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen. Oh! Jetzt können wir die Sau da angucken. Kannst ja hinschleichen, während ich mich um das Rehkehlen kümmere. Oh, ich habe nur getroffen. Aber ich muss sagen, die starke Waffe ist für ein Schwein doch nötig. Ja, sonst rennt das Schwein auch ewig und 3 Tage. Ich könnte ja mal, aber ich bin näher. Vielleicht kommt es dann eher. Oh, Schwein! Tschüss, ich bin weg. Ich habe gerade ein Schwein flitzen gesehen vor mir. Wo bist du jetzt hin, du Schwein? Ach, da sind die. Oh, da sind 2 Schweine. Greta, komm zu mir. Ja, aber ich werde jetzt nicht rennen. Sonst ist nämlich alles weg.
Dann ist da gar kein Schwein mehr. Warte, ich rufe die zu mir. Vielleicht siehst du sie dann. Das ist der falsche Pfeifer. Oh, Schwein. Als ein Fuchs in der Nähe ist. Ja, ich sehe auch eine Sau. Das sind drei, warte, ich muss auch was sehen. Ja, ja, meinst du es jetzt weg? Ups. Ah. Ich dachte, du hast gemeint, das war links von mir. Nee, ich habe hier nichts gesehen mehr, weil die alle rübergelatscht sind. Ach du Scheiße, wie viele Schweine sind das denn? Da ist gerade der Drehkrumm. Das steckt da hinten fest, oder? Ja. Alter, ich hasse das nicht. Ewig und 10 Tage braucht, bis ich... Nee, das ist Busch. Na, sonst verfolgen wir die Rotte einfach mal. Wenn das so läuft wie gestern mit den Rothirschen, dass sie ewig und 3 Tage zurückkommen. Hier sind mir echt zu viele Spuren. Wo ist denn hier überhaupt was? Warte mal. So, haben wir denn hier überhaupt hier irgendeine? So, hier hat man eine Sau. In welche Richtung sind die? Ich sehe eine Sau. Auf dem Feld. Ah. Dann nehmen sie dir. Komm, du kommst jetzt halt die Flinte. Wo muss ich eigentlich beim Schwein hinschießen? Ja, wie bei allen Tieren, immer hinter das Vorderbein. Da befindet sich bei allen Tieren der Herz-Lungen-Trakt. Okay. Das ist bei allen Tieren gleich. Na komm her, du. Bitte beweg dich nicht, es ist sehr nah. Und ich hab's aus den Augen verloren. Da steht. Es horcht. Willst du mich verarschen? Ich hab dir jetzt da hingeschossen. Schwein, das geht so nicht. Ja, ich denke mal, das ist aber eine große Pfütze, das kommt nicht weit. Gib mir mein anderes Gewehr. Gib mir mein anderes Gewehr. Jetzt hat doch nicht. Ja, also für mich ist es, glaube ich, zu weit. Ach. Also, da sind zwei angeschossen worden von mir. Die können nicht mehr weit latschen. Ich hoffe nur, dass ich getroffen habe mit dem Ding. Alter, was ist denn jetzt hier los? Nee, ich verfolge jetzt Schweine. Ja, geh dir Schweine holen. Ja, ich hab getroffen. Ja, der ganze Bildschirm ist rot, also ich denke mal, die anderen Schweine sind auch verreckt. Schweinsjagd. Ich sehe jetzt echt, wie rot der ist. Heide Witzka. Schwein. Wo sind die jetzt tot umgefallen? Hä? Es kann sein, dass du jetzt noch ein bisschen laufen musst. Das Problem ist, mein Ding zeigt mir in die falsche Richtung. Aber wenn die Schweine von da gekommen sind, könnte das die erste Spur sein. Dann musst du natürlich gucken, was die Fluchtspur ist und was. Okay, eins habe ich gefunden.
Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpkin? Die habe ich ja noch nicht. Aber irgendwann werde ich eine haben. Ja, das ist wirklich so eine Universalwaffe. Weil du hast drei verschiedene Arten von Munition, damit kannst du endlich fast alles jagen. Oh, ich habe alles abgekriegt. Ja, 16% hast du es angeschossen. Ui, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da überhaupt noch irgendwo was an Donner. Wenn man was kriegt, dann kriegt man was. Ich geh mal Richtung Norden, parallel zu dir. Da liegt das Anna-Schwein. Na, gibt's Wildschweinbraten heute? Timon und Pumba. Pumba ist schon erlegt worden. Ist mein Energiebier nachgeladen? Ja. So, das nächste Feld. Ist hier was los? Ganz zufällig. Ach, hier aus. Die Heuballen, so schön sind die. Oh, hallo, oh. Dammhirsch. Hirsch. Na, komm mal zu mir, du kleiner Hirsch. Bin ja sowieso mit dem Level viel zu weit unten. Ich dachte schon, der Baum wird das wieder höher schon moment. Na, Büsche sind Rehe und Bäume sind Hirsche. So muss es sein. Oh, hier ist noch was anderes. Ein anderer Dammhirsch. Natürlich Schritte. Bahnhof, warum? Das ist doch mit ihm. Das bin ich, das ist doch meiner, der. Oh, ich sehe schon das Weibchen. Scheiße. Ja. Ist weggeflutzt. Scheiße. Oi, eine ganze Erde! Und ich bin nicht dabei, verdammt. Na, waren vier Stück, vier Weiber. Aber davon habe ich nur ein Tier geschossen. Und du hast den Kerl wahrscheinlich da hinten bei dir. Das Problem ist, der ist wahrscheinlich eh jetzt weggerannt. Ich muss seine Spur finden. Ich suche den Mann. Ich suche den männlichen. Das Männchen. Das ist das Männchen, schön. Jetzt kann ich hinterher gehen. Ja, der war wahrscheinlich der hat dich wahrscheinlich gesehen. Mich kann er nicht gesehen haben, ich bin viel zu weit weg. Ich war eigentlich auch genug weit weg. Ich war über 100 Meter weg, also. Ich hab ihn selber ja nicht mehr gesehen. Und die Weiber, die in der Nähe waren, die haben mich ja auch noch nicht mal bemerkt. Junge, warum bist du so schnell weggerannt? Hast du irgendwie eine Hase gesehen oder wie oder was? Laufend. Und die Weiber kommen zurück. Und alle Leute!
Das ist wirklich so, dass die Tiere einfach immer wieder zurückkommen. Gut, hier sind halt die Futterplätze, ne? Ja, aber wenn man so überlegt, wenn eine Gefahr irgendwo erkannt wird, dann kommen die Tiere für gewöhnlich eigentlich nicht an diesen Ort zurück, wo Gefahr droht. Im wahren Leben. Naja, ich glaube, wenn das hier so wie im Eschen wäre, dann dürfte man ja gar nicht mehr irgendwas jagen können. Da bist du ja endlich, meine Fresse. Ach, Kratak ist rechts von mir. Es kommt. Doch nicht die Pistole. Mann. Könnte man schon machen, aber dauert dann eben ein bisschen, bis das Tier dann verendet. Wo bist du? Oh, da. Es wäre sowieso gestorben. Du hast meine Tiere mit aufgeschreckt. Au, aber ich hab. Oh, da hinten ist was tot. Das hab ich aber nicht. Wo ist, ist der Hirschin? Wo ist die Slang? Ich frage, wo ist der hingerannt? Ach, da hinten. Oh Gott. Alter, was hat der gemacht? Liegt mitten auf den Feldern. Schöner Hirsch. Dass die hier in wilder Panik durch sind. Ein Hochstand, wie viel Geld habe ich denn? Auch genug. Für einen Hochstand wird es noch reichen. Ach, hier ist der Platz, wo sind die, wo die gerne sind. Hier sind doch Spuren. Hase, den brauche ich eh nicht. Und noch ein Männchen, was? Der ist von meinem Schuss aber weggerannt. Der ist eigentlich in deine Richtung gelaufen, ne? Der Bock. Ja, aber ich hab hier gerade nur Spuren von Weibern. Ich finde immer die Böcke. Immer die Männer. Hi. Da hinten ist ein neues Feld, da können wir mal gucken. Da ist ja wahrscheinlich auch hin.
Oh, ein Reh. Aber weit weg. Dann auch noch im Wind. Ah, jetzt Höllendarm. Ja, das ist bei dem Gebiet ist das echt furchtbar. Da bist du ja, da will ich dich endlich. Ich bin hier bei voll beim Krach, ey. Lass auch voll Krach machen. Mach dahin. Oh, endlich aus dem Krach raus. Das ging ja gar nicht mit dem Krach. Hey, du scheißt da hin, das hört sich an, als wärst du glatt neben mir. Ja, bei dir ist es nicht anders. Ich habe zwar der Wind leider nicht passend für mich, aber versuchen geht über probieren. Der ist tatsächlich retour gegangen. Der Sack. Das Feld da hinten unter den Augen. Wenn einfach los. Nicht augenscheinlich. Ah. Ist ja doch noch nicht weg. Ja, ich suche den wie im Club. Der ist nämlich da lang gelaufen. Ja, das sind die Spuren, die ich verfolge. Notiz an mich selber. 3, nicht 2. Dies irgendwo habe ich die Beute so vor mir und ich ziehe nur die blöde Pistole. Hat jetzt der Baum mir einen Streich gespielt oder habe ich ihn jetzt wirklich gesehen? Ich sehe ihn rennen. Scheiße. Er ist am Feldrand lang. Gucken, ob ich irgendwie vielleicht ihn angekratzt habe. Ja, wo ich jetzt hingehe, ne?
Ja, wo ich drauf zugehe, da ist er lang gelaufen und dann ist er weiter geradeaus. Ach, da. Mal sehen, ob ich was getroffen habe.